Bilal radiallahu an beschwert mein Propheten alaihi salam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht Abu Dhar an und kritisiert ihn. Wie reagiert Abu Dhar? Er geht und sucht Bilal auf. Was verlangt er von Bilal? Hat er gesagt, warum machst du das? Warum bist du hingegangen? Warum hast du mich bloßgestellt? Warum bist du nicht, kennt ihr, warum hast du dich nicht selber gerade gemacht? Komm, mach dich gerade. Wir reden von den Muezzin des Propheten, a.s.w. in seiner Zeit. Mach dich, warum bist du nicht allein, hast du dich nicht gerade gemacht? Nein, Achi. Abu Dhar hat sich von dem Islam verändern lassen. Er war nicht der, der vor dem Islam war. Und das, was der Prophet ihm gesagt hat, hat ihn getroffen. Und er wollte es nicht. Er geht zu seinem Bruder und er tut seinen Kopf auf den Boden und sagt, Bilal, mach deinen Fuß auf meinen Kopf. Um ihm zu zeigen, ich bin nicht irgendwas mehr. Um ihm zu zeigen, wie sehr er ihn seinem Bruder liebt. Wie wichtig seine Gefühle ihm sind. Eigentlich das, was Bilal radiallahu an war und gemacht hat in dem Moment, ist eine Art, liebe Geschwister, die wir heutzutage belächeln. Wenn du mich jetzt anmachst und ich gehe zu Abdul Haq, weil er hier Vorstand ist, und ich beschwere mich bei ihm und er kommt zu dir und sagt, guck mal, Alter, dieses Mädchen, was er gemacht hat. Bist ein Mädchen, bist eine Frau? Wenn wir so machen, richtig? Wir werden denjenigen belächeln. Gucken, was er gemacht hat, geht der anderen sagen. Aber so haben Sahaba radiallahu anhu nicht gehandelt. Die haben den Moment genommen und haben sich gebessert. Hat seinen Bruder vergeben und hat Bilal radiallahu anhu seinen Fuß auf seinen Kopf gemacht. Ja, ja, jetzt mache ich das, weil du so bist. Hat er nicht gemacht. Wollte der auch nicht machen. Weil er hat nicht in der Tat gesucht, ah, guck mal, jetzt siehst du, ich habe dich fertig gemacht. Du wolltest mich fertig machen, ich habe dich fertig gemacht. Die haben nicht so gehandelt. Das Problem ist, liebe Geschwister, dass wir aber so handeln. Ja, da kiran ashab, komm mutadiban, ja.